Mit Stefan Dieblinger, Dejan Misic und Edin Ibrahimovic fehlen dem SV Zaunergrub Wallern immer noch 3 Offensivkräfte. Die Serie bei seiner Mannschaft reißt also nicht ab. Die Neuhofer-Truppe muss sich wohl oder übel mit einem Mittelfeldplatz zufrieden geben. Aber mit Öd hat man insofern eine Rechnung offen, als man im Hinspiel im letzten August eher unglücklich 0:1 in Hörsching verloren hatte. Es ist bitterkalt, nur knapp über 0 Grad. Der erste Angriff wird von der Heimmannschaft vorgetragen. Den Abschluss sucht Kapitän Michael Schildberger in Minute 5. Oliver Fischer kann abwehren. Wallern zu Beginn etwas konsequenter im Spielaufbau nach vorne. Und nach einer guten Viertelstunde kommt auch etwas Zählbares dabei heraus. Florian Spitzer flach zur Mitte, da ist Oliver Affenzeller und es steht 1:0. Die Führung für den SV Zaunergrub Wallern in der 16. Spielminute. Da hat man Affenzeller zu viel Platz gelassen. Der Partie tut der Treffer aber richtig gut. Es entwickelt sich ein attraktives Match. Die ASK Öd sieht sich jetzt zu Recht gefordert. Nenad Vidačković feuert den ersten Warnschuss ab, noch trifft er aber lediglich das Außennetz. Dann auf der anderen Seite Ballglück für Wallern, weil die Kugel von der Cornerfahne zu Spitzer springt und die folgende Flanke genau den Kopf von Karlinger findet. Faustabwehr Fischer. Und kurz darauf versucht es Matteo Quesa mal aus der Distanz. Erneut kann aber Torhüter Fischer einen zweiten Gegentreffer verhindern. Jetzt ist eine halbe Stunde auf der Matchuhr und Mittelfeldmann Alexander Peter setzt sich energisch durch. Kommt zum Stangelpass und Manuel Schmiedl zeigt seine Goalgetter-Qualitäten. Ausgleich 1:1 in der 31. Minute. Das Match damit also wieder völlig offen. Und man darf durchaus behaupten, dass es das erhoffte Spitzenspiel zum Auftakt der Frühjahrsmeisterschaft ist. Und Öd will jetzt mehr. Das Team von Davorin Kabler spielt sich nun eine Fülle von Chancen, macht viel Druck vor dem Tor von Martin Habau. Hier versuchen es Simon Abraham und Ivan Leovac. In Minute 44 die nächste Gelegenheit. Vidačković hat ja einen guten Schuss, den nimmt er Volley und solche Dinger hat er schon versenkt. Die beste Chance auf eine Gästeführung hat aber Schmiedl kurz vor dem Pausenpfiff. Wallern verschenkt den Ball in der eigenen Hälfte, Grashecker schickt Schmiedl. Der versucht einen Heber, Haberl ist aber noch irgendwie dran und lenkt die Kugel drüber. Damit bleibt es vorerst beim 1:1 und bei diesem Stand werden die Seiten gewechselt. Auch der zweite Durchgang bietet feinen LT1 oberösterreichlicher Fußball. Minute 58, ein Schubser gegen Vidačković und Freistoß für die Gäste. Ja, und sowas darf jetzt eigentlich nicht passieren. Lukas Paulik steht mutterseelenallein am 16er und knallt den Ball ins Tor zum 2:1 für die ASK Öd. Viel Verkehr vor dem Tor, Haberl dadurch chancenlos, aber nochmal, so darf der aus Sicht von Wallern nicht zum Schuss kommen. Und dieser Lukas Paulik kommt 3 Minuten später gleich zu seiner nächsten Chance. Jetzt scheitert er aber an Martin Haberl. Dennoch wieder die Wallernabwehr, alles andere als sattelfest. Naja, vielleicht geht vorne was. Karlinger sucht und findet Affenzeller. Der schießt auch gleich, aber er verzieht etwas und so geht der Ball am langen Eck vorbei. So geschehen in Minute 62, ja, und Öd verteidigt jetzt aber auch etwas geschickter als Wallern. Auch wenn die Zauner Boys unbedingt den Ausgleich wollen, Spitzer kommt einen Schritt zu spät. Und auch bei diesem Affenzähler-Kopfball hat Goli Fischer in Minute 77 richtig gut zu tun. Es bleibt jedoch bei der knappen Führung seiner Mannschaft. Dann reklamiert Wallern in dieser Szene Handspiel von Vidačković und beim folgenden Foul von Karlinger ist womöglich etwas Frust dabei, aber so kann man nicht einsteigen. Schiri Kustur gibt Gelb-Rot, Jakob Karlinger muss in Minute 83 unter die Dusche. Am Ende gibt es noch kräftigen Nachschlag und in der 96. Minute die endgültige Entscheidung.
Der eingewechselte Rumen Kereko erzielt das 3:1 für Öd. Der Tabellenführer gewinnt damit das Spitzenspiel in Wallern und gibt sich auch zum Frühjahrsauftakt keine Blöße. Eine gute Mannschaft, das war ein relativ schwieriges Spiel, offener, ja, sag mal, schwierig auch für uns, schwierig für die. Ja, es war relativ hohe Bälle, haben wir am Anfang gespielt, ja, es war einmal abtasten, aber dann, danach haben wir dann probiert, einfach die Chancen herauszuspielen. Auf beiden Seiten waren die Chancen da und ja, ich sage mal, mit der Leistung sind wir auch zufrieden, mit dem Gunnar. Wir haben, glaube ich, gut reingefunden in die Partie, dann auch in Führung gegangen, bringen das dann leider nicht drüber. Ja, aber man spielt gegen Öd, man hat gewusst, was einen erwartet. Die haben diese Effizienz, dass sie einfach da zu Recht ganz oben stehen aktuell, glaube ich. Und ja, da braucht es einfach eine super Leistung und eine gute Effizienz vom Tor. Und das hat leider heute nur Öd gehabt und wir nicht ganz so, ja.